September 2023, etwa 20 Uhr. Wir begeben uns zu einem mystischen, fast schon gruseligen Ort. Es soll der Ort sein, der in den vergangenen Jahrzehnten für Wohlstand und Erfolg gesorgt hat. Heute, etwa 10 Jahre nachdem die letzten Bewohner ausgezogen sind, erkunde ich gemeinsam mit euch diesen spannenden Ort. Könnte auch so eine Art Kinderzimmer gewesen sein. Schwierig, das so zu beurteilen. Also es scheint richtig im großen Stil gelaufen zu sein damals. Wir finden Unterlagen, entdecken spannende Maschinen und würden die Mauern sprechen können, so hätten sie uns ihre ganz eigenen Geschichten erzählt. Lediglich ein fieser, stechender Geruch nimmt mir im Wohnhaus fast die Luft zum Atmen. Boah, hier stinkt das, ist ja Wahnsinn. Herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Abenteuer auf meinem Kanal. Wir haben es mittlerweile 10 vor 8. Man könnte denken, es ist irgendwie tief in der Nacht, aber die Tage werden mittlerweile einfach kürzer. Wir haben heute den letzten Tag im September und ja, wie man sehen kann, die Winterzeit kommt leider schneller, als man sich das eigentlich wünscht, denn umso schneller die Tage kürzer werden, umso weniger Orte kann man aufnehmen. Aber hier stehen wir tatsächlich vor einem Ort, den man auch in der Nacht aufnehmen kann, vor einem Wohnhaus bzw. vor einer alten, verlassenen Mühle, die seit vielen, vielen Jahren leer steht, eingerichtet ist und sehr, sehr, sehr interessant ist. Und ich würde sagen, das Ganze zeige ich euch jetzt auf jeden Fall mal. In dem Sinne, viel Spaß mit dem jetzt folgenden Video. So, ich habe das Licht jetzt mal an der Kamera ausgeschaltet. Man sieht so ein bisschen Restlicht und man hört leider, leider die doch sehr laute Bundesstraße. Aber hier vorne geht es jetzt rein in einen kleinen Schleichweg, wie meine Mama früher immer gesagt hat. Hier vorne ist schon alles zugewachsen. Aber auf der rechten Seite, schaut euch das an, ein riesengroßes Gebäude. Ich würde sagen, wir laufen jetzt hier vorne einfach mal den Weg entlang. Und was sehen wir da? Wir sehen das alte Mühlrad. Schön, dass das noch ja, doch recht gut erhalten ist, würde ich sagen. Aber alles andere ist hier leider sehr, sehr schlickig und so richtig weit kommen wir von dieser Seite leider nicht. Aber wenn wir uns mal über die Fassade des Hauses unterhalten, die finde ich mega, mega schön. Auch mit dem Efeu, was hier überall runterwächst, das hat schon was. Und im Dunkeln wirkt es doch leicht gruselig. Okay, ich glaube, das Ganze ist doch nicht mehr so gut erhalten. Man sieht da oben doch recht gute Gebrauchsspuren. Und ja, das Rad, das steht wahrscheinlich schon mehrere Jahre jetzt und rostet somit vor sich hin und verliert immer mehr an Struktur und an Material. Und wie das alles mit dem Mühlrad funktioniert und so weiter und so fort, ich würde sagen, das schauen wir uns auf jeden Fall auch noch genauer an heute. Aber wir werfen jetzt gleich erstmal einen Blick ins Wohnhausinnere, denn das ist auf jeden Fall ziemlich interessant und vielleicht können wir da auch wieder ein bisschen was über die damalige Geschichte herausfinden. Hört ihr das, Freunde? Man hört es plätschern, ich vermute mal. Okay, das ist das ehemalige Wehr, was auch zu der Mühle dazu gehört. So, und jetzt gerade stehen wir hier vor dem Wohnhauseingang. Ich würde zumindest sagen, es sieht nach Wohnhaus aus, könnte aber doch irgendwas mit der Mühlentechnik zu tun haben. Das erste, was uns direkt auffällt, ist drei große Trichter, die anscheinend über uns in der Etage damals befüllt worden sind. Dann hattest du hier unten irgend so ein Mahlrad, da wurden dann die Körner geschrotet und das Ganze kam dann fein entweder hier unten raus oder fiel dann durch bis in den Keller, wo das fertige Futtermittel dann ja, abgefüllt werden konnte. Ich weiß gar nicht, ob ich das eben gerade in der Anmoderation schon erzählt hatte, aber diejenigen, die hier damals die Mühle betrieben haben, hatten auch eigenes Futtermittel hergestellt. Also die haben jetzt irgendwie nicht mit einem großen Konzern zusammengearbeitet, sondern die haben eigenes Futtermittel hergestellt, was auf jeden Fall schon mal interessant zu wissen ist. Ich kann euch gleich von Anfang an sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung von dieser ganzen Mühlentechnik. Ich werde versuchen, ein bisschen drauf einzugehen, aber ich glaube,
Da kennt der ein oder andere von euch sich definitiv besser aus. Also wir haben da oben jedenfalls wie so eine Art Keilriemen. Ja, hier diese drei großen Silos. Und da vorne nochmal irgendwie so eine Art, ja, was war das? Mit Motor angetriebenen Gerät, vermutlich. Also ich rede jetzt hier von dem roten hier vorne. Ich vermute mal, dass da auch irgendwie alles zusammenlief. Man sieht ja die einzelnen Rohre, die da reinführen. Sieht ganz interessant aus. Also definitiv alte Technik. Dann haben wir hier vorne noch einiges an Unterlagen und aber auch, und das ist echt gefährlich, ein Keller. Das heißt, ich hoffe mal, mich hält das hier alles noch. Ansonsten falle ich, glaube ich, so um die, ja, 5 Meter in die Tiefe rein. Das brauche ich nicht unbedingt, ehrlich gesagt. Und apropos Fallen, hier oben fehlt auch schon der komplette Boden. Heiko sagte, er wollte da noch irgendwie 360-Grad-Aufnahmen machen. Das heißt, da kann ich euch auch noch einen Blick ins obere gewähren. Aber betreten würde ich das, glaube ich, nicht mehr, wenn ich sehe, wie dünn der Boden hier überall ist. Obwohl, man sieht da oben noch ganz interessante Mühlentechnik. Also es könnte wirklich interessant werden. Ihr seht es ja da vorne schon. Der komplette Boden fehlt teilweise. Und angesichts dessen traue ich mich nicht mehr, die Treppe in den Keller zu nehmen. Vielleicht finden wir da noch irgendwie einen anderen Weg. Genauso wie die Treppe nach oben auf jeden Fall keine Option für mich ist. Hier unten auf dem Boden, diese braunen Säcke, 25 Kilo steht da sogar drauf, könnten damals die Säcke gewesen sein, um das Futter einzufüllen. Wäre ja ganz plausibel. Von diesem großen Raum geht es dann weiter in eins der ersten Zimmer, die wir uns anschauen werden. Man sieht wieder diese typische Strohdecke, die teilweise auch gar nicht mehr vollständig ist. Und dann sieht man direkt auf den ersten Blick bereitgelegte Unterlagen. Sieht zumindest ganz danach aus. Ach so, das ist dann, was an die einzelnen Landwirte verkauft wurde. Könnte ich mir vorstellen. Da steht nämlich einmal der Landwirt, der Name, dann irgendwie das Datum und einmal der Preis. 100 Kilogramm Hafer, 20 Euro. Oder D-Mark? Ich glaube wohl eher D-Mark, oder? Ja, hier vorne Matador, das Markenfutter mit Qualitätskontrolle. Also es scheint richtig im großen Stil gelaufen zu sein damals. Ja, und hier vorne in der Ecke ein alter Ofen. Ich könnte mir vorstellen, dass der vielleicht sogar als Herd damals genutzt wurde. So, wir laufen jetzt einfach mal hier vorne weiter in den nächsten Raum rein. Und der sieht für mich wirklich ziemlich stark nach Schlafzimmer aus. Schlafzimmer ziemlich in, ja, traurigen Zustand, würde ich schon mehr oder weniger sagen. Wir sehen auf jeden Fall ein Ehebett. Also Unterlagen, soweit das Auge reicht. Hier unten ist noch ein Tagebuch von 1984. Eine Handtasche, eine Damenhandtasche augenscheinlich. Und da vorne auch alles voller Unterlagen. Es sieht wirklich so ein bisschen aus, als wenn das hier alles hingelegt wurde und irgendwie bereitgelegt wurde. Genauso wie die Unterlagen hier unten auf dem Boden. Kartoffelgroßhandel Detmold. Da haben wir das erste Datum, 1967. Das waren natürlich logischerweise D-Mark-Preise. Genau, an welche Firma hier was ausgeliefert wurde, woher die Sachen gekommen sind. Das haben wir hier, auch Detmold. 3. Dezember 1968, also ein Jahr später quasi. Und hier unten überall die Matador-Qualitätskontrolllisten zum Anhaken. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier noch einiges über die Geschichte herausfinden werden. Man sieht auch, dass hier Ordner im Schrank gelagert waren. Teilweise sind sie noch vorhanden im Schrank und teilweise liegen sie hier auf dem Boden zerstreut. Das ist wirklich Zeitgeschichte. Zeitgeschichte zum Greifen nah, wenn man so möchte. Denn im Prinzip ist ja wirklich alles vorhanden. Nur eben teilweise aus den Regalen und aus den Schränken rausgerissen. Fragt man sich natürlich auch, hat da jemand gewühlt? Hat da jemand nachgeholfen? Eine Frage, die wir leider wieder nicht beantwortet bekommen wahrscheinlich. Guck mal hier, da löst sich auch schon die komplette Decke. Also ich denke mal, dass Feuchtigkeit hier eine extrem große Rolle spielt. Und was ich mich ja noch viel, viel mehr frage, man ist doch nicht vom Schlafzimmer durch diesen anderen Raum gegangen und ist dann direkt in seinem betrieblichen Umfeld gelandet, oder? Also das ist für mich alles ein bisschen, ja, noch nicht so ganz einsichtig. Ich würde sagen, wir werfen jetzt mal einen Blick in die anderen Räumlichkeiten. Also wisst ihr, was ich meine? Man ist ja, um ins Schlafzimmer zu kommen, direkt in seinem betrieblichen Umfeld, direkt an den Silos vorbeigelaufen, um dann in eine doch recht große Diele zu gelangen.
Hui, das ist ja merkwürdig. Sind hier die Küchenregale und der Herd im Flur oder war hier damals noch eine Wand? Hier links haben wir nichts. Da unten sind noch einige Ketchup- und Soßenpötte. Hier die alte Spüle. Oh, habe ich mich gerade erschrocken. Hier unten auf dem Boden. Ich dachte eben, was faucht denn da? Aber das ist so eine alte Froschreinigungsflasche. Schaut euch das mal an, wie die Natur sich hier alles komplett zurückerobert. Die Fenster sind offen, dementsprechend wächst das Efeu rein. Und da, wo Efeu reinkommt, da kommt auch Feuchtigkeit rein. Und dementsprechend sieht das Ganze hier so aus. Also, Efeu sät sich hier quasi selbstständig aus. Ich finde es aber wirklich skurril, dass sowohl Herd mit Backofen als auch Spüle auf der linken Seite einfach in der Diele stehen. Hier unten auf dem Boden sind auch wieder einige Unterlagen. Evangelische, lutherische Kirche. Dann haben wir hier noch irgendwas vom Stromanbieter. Da wäre doch mal ein Datum ganz interessant. 2008, 2009. Guckt euch das mal an. Das heißt, 2008, 2009 war hier auf jeden Fall noch Betrieb. Hier hängt sogar noch das Handtuch von damals an der Wand. Und der Lichtschalter? Warum ist der Lichtschalter abgeklebt? Ein merkwürdiges Zeichen. So, von der doch recht großen Diele, beziehungsweise von dem großen Flur, geht es dann hier hinten nochmal weiter in einen weiteren Raum. Ja, das ist hier eine ganz merkwürdige Geschichte. Hier stehen Sofas, hier sind Zeitungen gehortet, Magazine, Decken und da hinten am Ende des Raumes ein Wandregal, was umgekippt wurde. Also wenn man das hier vorne so sieht, dann fragt man sich doch wirklich, warum hier so viele Zeitungen gelagert worden sind. Das ist wirklich irgendwie, ja, merkwürdig. Da vorne auch die ganzen Magazine. Wofür hat man das gesammelt? Was auf jeden Fall sehr interessant ist, dass die Zeitungen teilweise aus dem Jahr 2017 stammen. Und all das, was in dem Schrank damals beinhaltet war, liegt jetzt mittlerweile dort auf dem Boden. Ich sehe da hinten zum Beispiel einen Kontoauszug von der Sparkasse aus Detmold. Da kommen wir aber leider nicht hin. Magazine, Busfahrpläne, also all das, was hier in diesem Holzschrank gelagert war, das hat man da rausgerissen. Oder ist vielleicht auch selber rausgefallen, aufgrund von dem Umkippen dieses Schrankes. Da ist noch ein alter Teekessel. Ja, ganz, ganz merkwürdige Geschichte hier. Rocklexikon. Aha, guck mal hier, Sparkasse Detmold. Was ist das denn hier? Magdalene R. 30.03.1992, 4076 D-Mark. Da wollen wir gar nicht mal weiter darauf eingehen. Gin-Tomatensuppe mit Sahnehaube. Medaillon. Paderborn. Was ist das denn? Ist das eine Einladung oder sowas in der Art? Paderborn, den 9.07.1988. Christiane J. Das klingt fast danach, als wenn das irgendwie so eine Art Geburtstagseinladung damals war und dann direkt die Speisekarte bzw. das Essen da reingeschrieben wurde. Und was ich noch viel trauriger wieder einmal finde, und ich glaube, das wisst ihr, beziehungsweise das wissen die Leute, die meine Videos doch schon länger verfolgen, wenn man, wie zum Beispiel hier, Familienbilder findet. Hier ist zum Beispiel ein Kleinkind auf einer Krabbeldecke, beziehungsweise zwei kleine Kinder. Das eine im Vordergrund, das eine im Hintergrund. Und das Bild ist aus dem Jahr 2012. Vielleicht hat die damalige Betreiberin oder die damaligen Betreiber ein Kind bekommen, also Nachwuchs bekommen. Ich finde es einfach nur super traurig. Ich finde es super, super traurig. Ja, und hier vorne noch ein Umschlag, auch Magdalene R. Und auch dort sind sämtliche Kontoauszüge drin. Aber wir sind natürlich noch nicht fertig mit unserer Erkundung. Wir haben jetzt noch zwei Räume. In meinen Augen fehlt noch ein Badezimmer. Ja, und vielleicht wirklich noch ein weiteres Schlafzimmer. Was ist das denn hier auf der linken Seite? Ist das vielleicht die damalige Küche gewesen? Boah, hier stinkt das, das ist ja Wahnsinn. Hier ist eine alte Badewanne. Alles voll voller Kleidungsstücke. Backofen mit Herd. Waschmaschine, Trockner, irgendwie sowas in der Art. Und was ist das hier? Irgendwelche Regale, wo anscheinend ja, damals Porzellan einsortiert war. Aber warum stinkt das denn hier so? Hier ist so nichts, was offen ist. Das riecht hier total gammelig irgendwie. Nee, oder? Hier hinten ist eine Toilette. Oder war das mal irgendwie Badezimmer? Kann natürlich auch gut der Fall sein.
Also ich möchte da gar nicht so ganz drauf eingehen, aber hier liegen sämtliche Unterlagen auf dem Boden. Ich vermute mal, ich sehe hier irgendwas mit Zucht. Ich sehe hier irgendwas mit Lieferung. Ich vermute mal, das gehört alles zu diesem Futtermittelhandel dazu. Auch hier wieder sämtliche Preislisten. Kreissparkasse Detmold. Auch hier wieder irgendwelche Kontoauszüge. Lebensversicherung 1982. Schon interessant, was man dann doch hier noch findet in dem ganzen Chaos. Also ich vermute mittlerweile fast, dass die ganze Wäsche so vor sich hingammelt aufgrund von Feuchtigkeit und ja, anderen Einflüssen, dass das einfach so moderig riecht. Denn ich konnte hier nichts feststellen, was nach Lebensmitteln aussieht oder es riecht so ein bisschen fast, als wenn Gummi gebrannt hat. Aber wo soll das herkommen? Hier unten ist noch ein ganz interessanter Ordner. Nahgut-Legeliste. Monat 4, also April 1970. Goldgelbe Dotter durch Nahgut. Aha. Und irgendwas weht hier in der Luft, also irgendein komischer Staub. Hier unten auf dem Boden ist ja alles voller Konservendosen, teilweise irgendwelche Weggläser und aber auch Medikamente. Beziehungsweise Medikamente in Verpackung. Und hier geht es dann noch weiter in den nächsten Raum, der noch so ein bisschen nach ja, Schlafzimmer aussieht. Eine Matratze und, oh, das könnte irgendwie so eine Art Pflegebett und ja, Rollstuhl mit Toilettenfunktion gewesen sein. Was ja so ein bisschen darauf hindeuten würde, dass hier jemand gelebt hat, der deutlich älter war und vielleicht auch zum Ende hin wirklich Pflege in Anspruch nehmen musste. Die Decke ist hier auf jeden Fall auch schon wieder am Rande ihrer Existenz. Man sieht schon, aus der oberen Etage fällt ein Eimer, ein blauer Eimer irgendwie durch. Der fällt hier auch schon fast ins Zimmer rein. Wobei man auch teilweise wirklich denkt, dass man in einer Messi-Wohnung steht. Aber ich will auch nicht verurteilen. Ich weiß nicht, was hier damals passiert ist. Wir kennen die Umstände nicht, warum das hier so aussieht. Was ist hier unten noch? Anlage, Erstattung gezahlter Lieferprämien. Also ihr seht schon, es dreht sich alles rund um das ganze Futter hier. Und wenn wir jetzt mal hier weitergehen, dann sehen wir noch einen weiteren Raum, der vielleicht auch irgendwie als ja, zweites Schlafzimmer genutzt wurde. Vielleicht für die Person, die damals gepflegt wurde, dass die irgendwelche ja, Pflegekräfte hatte. Könnte auch so eine Art Kinderzimmer gewesen sein. Schwierig, das so zu beurteilen. Was auf jeden Fall zu beurteilen ist, ist die Außenwand, denn die löst sich schon von der Zimmerwand hier. Das heißt, auch hier ist es eine Frage der Zeit, bis alles in sich zusammenbricht. Vielleicht haben ja hier auch wirklich Kinder gelebt. Zumindest liegt hier unten ein Testbogen für Führerscheinerwerber. Damals noch auf Papier, heute geht es ja alles digital. Ja, hier vorne wieder alles voller Wäsche. Hosen, Mäntel, Bademäntel. Also im Prinzip alles an Kleidung, was irgendwie nur möglich ist. Und hier unten auch teilweise noch handgeschriebene Briefe. Aber die so unleserlich geschrieben worden sind, dass es wahrscheinlich wenig Sinn macht, dass ich mir die jetzt anschaue. Ja, und auch hier vorne die Wand. Also das ist wirklich traurig zu sehen, wie die Mühle immer weiter den Bach runtergeht, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist sehr, sehr traurig, dass hier nichts mehr gerettet werden kann. Da hinten sind noch irgendwelche Menschen ausgeschnitten aus damaliger Zeit. Ist natürlich alles nicht meine Zeit, von daher kann ich nicht dazu sagen, wer das jetzt hier gewesen sein könnte. Aber deutet ja wirklich auf irgendwie so eine Art Jugendzimmer hin. Ich bin jetzt hier nochmal weiter um das Haus rumgestiefelt, denn ich bin euch ja noch den Keller schuldig und auch mir. Und der soll hier entlang an der Hauswand sein. Also nicht der Keller soll an der Hauswand sein, sondern der Weg soll hier entlang sein. Man sieht schon, hier sind auch irgendwelche Trampelwege. Aha, und hier unten, links von diesem alten Mühlenrad, geht es doch tatsächlich ins Kellerinnere. Sieht auf jeden Fall interessant aus, auch mal den Verfall bzw. die kaputte Decke von unten zu sehen und zu beurteilen. Also wir müssen hier auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Ich möchte hier nicht irgendwie mir jetzt noch den Kopf stoßen. Und das Problem ist ja auch, ich habe es ja schon mal in einem der letzten Videos erwähnt, ich bin ungefähr fast, also ziemlich genau 2 Meter groß und ihr seht es ja, ich stoße fast überall mit meinem Schädel an. Hier unten geht es auf jeden Fall weiter mit der Mühlentechnik. Hier sind auch noch Teile des damaligen Bettgestells. Sieht zumindest ganz danach aus. Oha, das sieht ja interessant aus.
Schaut mal da vorne. Da geht's weiter mit Mühlentechnik. Und hier sieht es so aus, als wenn hier noch Unterlagen liegen. Das sind die Unterlagen, die wir oben eben gerade auch schon gefunden haben. Legelisten. Geflügelzuchtvereine. Ja gut, man brauchte natürlich für alles eine Satzung bzw. eine Erlaubnis. Lese ich das richtig? Zuchttauben? Täubchen lacht und der Taubensport. Das heißt, derjenige oder diejenigen, die hier das damals betrieben haben und gewohnt haben, hatten anscheinend auch noch was mit Tauben zu tun. Würde ja auch naheliegen, ne? Futter? Aus dem Jahre 1971. Das ist wirklich Zeitgeschichte hier. Vielleicht sind das hier vorne ja auch noch die Arbeitsstiefel von damals? Wer weiß. Hier unten ist noch irgendwas Handgeschriebenes. Lemgo, den 21.02.1975. Hausaufgabe. Welcher Kläger sind im Ehestress zuverlässig oder zulässig? Hä? Scheidung, Aufhebung? Nichtigung, Klärung, Feststellung? Das sieht ja fast so aus, als wenn da irgendwie jemand eine Ausbildung gemacht hat. Hier vorne, Hausaufgabe, Wiederholung, Rechtskunde, Familienrecht. Aha, interessant. Zensur leider nicht ausgefüllt. Das heißt, hier standen die Fragen drauf. Und das sind dann die Antworten zu den Fragen. Und hier sieht man nochmal einen Teil der Mühle. Was das jetzt im Einzelnen war, kann ich euch wirklich nicht sagen. Man sieht, dass da irgendwie so ein Rohr nach draußen ging. Vielleicht wurde damit auch das Mühlenrad angetrieben. Man weiß es nicht, denn hier vorne ist auch noch wieder so ein Rad mit so einem Keilriemen. Und dorthin in der Ecke, da steht ein Elektromotor. Was ja so ein bisschen darauf hindeuten könnte, dass die Mühle irgendwann kaputt war, beziehungsweise das Mühlenrad. Und damit das hier alles noch funktioniert hat, hat man diesen Elektromotor nachgerüstet. Also ich glaube, dass das alles was mit dem Mühlenrad draußen zu tun hat. Das geht ja ganz offensichtlich nach draußen. Es ist hier alles total verschachtelt ineinander. Dann greift das eine Zahnrad in das andere Zahnrad. Es würde Sinn machen. Und durch dieses Zahnrad wurde dann alles hier unten angetrieben. Hier hinten geht es dann noch weiter. Uiuiui, ist das hier groß. Heidewitzka. Hier liegt alles voller Wein- und Bierflaschen auf dem Boden. Hier vorne sieht es so aus wie Lagerraum damals. Vielleicht auch für Lebensmittel und nicht nur für Futter. Denn ich denke mal, für Futter gab es hier feste Plätze, also für die betriebliche Tätigkeit. Hier vorne, was sind das? Aha. Das könnten irgendwelche Viehställe sein. Schade, dass das alles zugemüllt ist. Ich glaube, mit Viehstall lag ich gar nicht so ganz schlecht. Ist natürlich auch nicht so schön, ne? In der hinterletzten Ecke des Kellers. Das, weiß nicht. Das hat man damals zwar so gemacht, würde ich aber nie machen. Das ist der doppelte Selfie-Stangen-Trick. Alter, das sieht so heftig aus. Ja. Dank der 360-Grad-Kamera von Heiko bekamen wir dann doch noch einen Blick in die oberste Etage. Wie gut, dass wir keinen Fuß auf die Treppe gesetzt haben, denn wie man sehen kann, lässt der Zustand des Holzes arg zu wünschen übrig. Es wurde immer später und später. Umso später es wurde, umso gruseliger und mystischer wurde dieser Ort. Anderthalb Stunden später verlassen wir den Ort des Geschehens nun wieder einmal. War sehr interessant. Seht es mir bitte nach, wenn ich nicht wirklich viel zu der Mühlentechnik sagen konnte. Wäre, glaube ich, auch nicht so schön, wenn ich da jetzt irgendwie irgendeinen Scheiß zu erzähle und am Ende sage, ja, das stimmt alles so. Und schreibt da also gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Und vielleicht kennt sich ja jemand wirklich echt gut mit Mühlentechnik aus und kann in den Kommentaren aufklären. Ich hoffe, es hat euch sonst gefallen. War ja ein recht interessantes Wohnhaus, würde ich sagen. Bisschen was an privaten Unterlagen war noch da. Ich vermute auch, dass dort jemand gelebt hat zum Ende hin, der wirklich pflegebedürftig war und dementsprechend auf Toilettenstuhl und Pflegebett angewiesen war. Ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Sendetermin wieder. Bis dahin, haut rein, bleibt gesund und munter. Ciao.